So Leute, herzlich willkommen. Ich bin Tobi. Ich befinde mich hier gerade bei den Alltagsathleten und habe mir gedacht, ich koche mal wieder ein bisschen was für euch und zeige euch mal, wie ihr mit wenigen Zutaten und wenigen Handgriffen ja wirklich ein leckeres Gericht zubereiten könnt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Als erstes brauchen wir eine Schüssel. Und ihr müsst mal gucken, dass ihr euch verschiedene Sorten von Blattsalaten einfach mal besorgt, je nachdem, wie ihr das halt gerne möchtet. Und wenn ihr die Blätter gewaschen habt alles, dann zupft ihr die einfach in die Schüssel mit rein. Und ich habe jetzt auch noch Eisbergsalat da, den nehme ich auch nochmal. Als nächstes geben wir auch nochmal Cocktailtomaten dazu. Was ihr auch noch gerne machen könnt, das ergibt sich jetzt gerade bei mir, weil wir auch gerade hier schon ein paar Videos noch für euch abgedreht haben. Ich habe noch ein bisschen Avocado übrig und dementsprechend könnt ihr die auch noch mit kleinen Würfeln halt reinmachen. Nehmt euch in dem Fall ein paar Heidelbeeren. Dann sind wir wieder bei der Avocado. Einfach reinschneiden, dann merkt ihr schon den Widerstand von dem Kern, dann schneidet ihr drumrum und dann nehmt ihr das in dem Fall so auseinander. Im anderen Video hatte ich das auch in dem Fall schon mal gesagt, dass ihr halt wirklich gucken müsst, gerade heutzutage ist die Qualität nicht so die beste und perfekt, hier, ich habe sie extra gut ausgesucht, wenn die wirklich vom Reifegrad gut ist, dann kriegt ihr den Kern ganz, ganz locker raus. Mit rein, Knoblauch. Ja, einfach hier nochmal 4 Zehen mit rein. Bisschen Salz, Pfeffer. Und dann machen wir das Ganze zu. Und dann drehen wir das einfach mal. Wie gesagt, guckt mal. Vielleicht habt ihr das auch bei euch irgendwo in der Nähe. Das war nicht teuer. Ich glaube, es war 3, 4 Euro. Aber das bietet sich echt in der Küche an, wirklich mal um schnelle Sachen zu machen. In dem Fall hier die Kute. Salz, Pfeffer. Schalotten. Halbieren. Vierteln. Und da auch nochmal Knoblauch einfach mit dazu. Sehr, sehr, sehr gut für den Geschmack. Geben wir gleich mit beim Anbraten in die Pfanne rein. Und dann könnt ihr da wirklich nichts falsch machen. So, das hier Olivenöl in die Pfanne. Die geviertelten Zwiebeln bzw. Schalotten. Ihr könnt natürlich auch Gemüsezwiebeln benutzen, einfach mit rein. Knoblauch auch mit dazu. Putenbrust mit reinlegen. Und dann kümmern wir uns jetzt schon mal ums Anrichten und vor allen Dingen um die Guacamole, beziehungsweise, ja, man kann es auch als kleinen Dip bezeichnen. So, das Ganze noch einmal wirklich vermengen. Bisschen unterheben und auch da, wie ich schon in anderen Videos gezeigt habe, nehmt da großzügig eine Hand und lasst das einfach locker fallen. Ganz wichtig, wenn ihr in dem Fall Fleisch anbratet, was immer sehr, sehr häufig gemacht wird, das Fleisch wird einfach nicht in Ruhe gelassen. Lasst es ruhig mal ein bisschen anbraten, ja, ein bisschen Röstaromen wirklich entwickeln und dann drehen wir das Ganze nur noch einmal um, wie man das beim schönen Steak macht und dann schieben wir das Ganze nämlich in den Ofen. Ich habe den Ofen schon mal vorgeheizt. Genau. Und dann zieht das wirklich schön durch und dann zeige ich euch gleich mal, wie die Pute aussieht, wenn sie wirklich auf den Punkt gebraten ist. Die Knoblauch-Avocado-Paste machen wir in dem Fall einfach schön über die Pute rüber. Und das ist eine mega, mega leckere Ergänzung, wenn wir jetzt auch mal von dem Gewichtspunkt halt ausgehen, dass wir halt wirklich gute Fette halt damit dabei haben. Die Ballaststoffe, Avocado sehr kaliumhaltig, generell der Salat, jetzt der Mix aus den Früchten und dem Gemüse, ist es wirklich ja, eine gesunde Mahlzeit zwischendurch. Und ihr seht, jetzt haben wir eigentlich schon alles fertig. Wir warten nur noch mal ganz kurz aufs Fleisch. So, das Ganze schieben wir jetzt in dem Fall im Ofen. Ganz klar, ihr müsst gucken, wenn ihr mit solchen Sachen hantiert, wie zum Beispiel einer Pfanne mit einem Plastikgriff, müsst ihr halt gucken, wie lange der, wie hoch der erhitzbar ist. Wenn nicht, nehmt euch einfach so ein Blech, gebt das hier mit rein, das nochmal schön drüber und dann schiebt ihr das einfach so in den Ofen. Bis das in dem Fall fertig ist, dauert es jetzt knappe 8 bis 10 Minuten und das wird wirklich, gerade wenn man das im Ofen macht, durch die gleichmäßige Hitze, zieht das wirklich schön gleichmäßig durch und es ist schon ein deutlicher Unterschied, als wenn man wirklich eine Pute tot brät in der Pfanne und das sieht man auch gleich,
Und ich denke, ihr werdet dann auch gleich den Unterschied halt sehen. Das ist wirklich noch schön saftig. Und ich persönlich mag das halt auch wirklich immer so, wenn da wirklich so ein leichter rosaner Kern halt drin ist. Nicht verwechseln mit roh, ja, sondern wirklich ganz auf den Punkt halt gebraten. Werdet ihr gleich sehen. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, dieses Frische, also was ich jetzt, oder was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist in dem Fall ein Schuss Limettensaft oder ein Schuss Zitronensaft rein oder ein bisschen Zitronenabrieb, Limettenabrieb. Dann wird das Ganze noch mal ein bisschen fruchtiger, beziehungsweise einfach Limettensaft, Zitronensaft noch ein bisschen mit abschmecken. Habt ihr auch noch mal so einen Touch von der Säure. Aber wie gesagt, da es nicht Guacamole im reinen Sinne ist, sondern wirklich ein kleiner Abklatsch, wirklich nur Avocado und Knoblauch. Ja, weil, wie gesagt, es soll einfach für euch sein. Ihr müsst da nicht Unmengen an Zutaten einfach dazu mischen. Und einfach nur diese Kombination von Salz, Pfeffer, Avocado und Knoblauch ist schon mega, mega lecker. Und ich mag halt diese grobe Konsistenz. Hört ihr das? Hört ihr das, wie saftig das noch ist? Wirklich wunderbar. So muss das aussehen. Jetzt gehen wir das Ganze nochmal einfach auf den Salat. So. Zack. Und einfach die Mischung aus Knoblauch und Avocado. Tick Pfeffer rüber. Und ganz wichtig, mit dem Produkt, mit dem ihr gearbeitet habt. Ja, also die Zwiebeln an sich, die schmecken schon mega lecker. Und die geben dann auch so eine gewisse Süße ab. So Leute, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, mit wenigen Handgriffen könnt ihr ein leckeres Gericht zaubern. Ich bin gleich mal gespannt. Ich habe mega, mega Hunger. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben, vielleicht einen kleinen Denkanstoß. Wenn ihr Gerichte sehen wollt oder Kreation mit verschiedenen Lebensmitteln, dann schreibt das einfach mal runter in die Kommentare. Ich bin da wirklich offen für alles und bin echt mal gespannt, was ihr sehen möchtet und vor allen Dingen auch, welche Richtung es gehen soll. Das könnt ihr auch mal hinschreiben und viel Spaß beim Nachkochen. Bis ganz bald, euer Tobi.